So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute mal was ganz anderes. Ihr seht ja schon, ich habe hier im Prinzip ein Streamingfenster drauf, und komischerweise habe ich gerade das als nicht gelistet gemacht. Ich dachte, da wird es nicht angezeigt. Dann kam plötzlich der äh, Stoffmann und hat einfach einen Kommentar geschrieben. Dann dachte ich, ha, Ditchen, was soll das? Aber langsam glaube ich selbst das, was ich sage. Das ist nämlich gar nicht der Ditchen. Und jetzt musste ich ihn extra auf privat stellen, damit nur ich den sehe, weil ich eigentlich das hier nur aufnehmen wollte. Über das OBS Studio, dass das mit der Bildschirmaufnahme besser ist. Heute ein ganz heikles Thema. Das ist auch sehr ernst, ne? Da macht man keine Scherze drüber. Und. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite Social Blade kennt. Jetzt steht da natürlich Social Distancing Blade, ne? Also. Das ist auf jeden Fall so eine Seite, da kann man, man YouTube-Kanäle miteinander vergleichen. Ich kenne die eigentlich nur dank PisaFanTV, beziehungsweise Dani Glaubt heißt er ja jetzt. Der hat damals mal was gemacht und hat äh, seinen Kanal sich da äh, gegönnt und hat verschiedene Kanäle bewertet, unter anderem auch meinen. Ich fand das dann richtig cool von ihm. Habe mir die Seite dann selbst mal reingezogen. Habe mich dann auch ein bisschen mal umgeschaut, hatte ein Video gemacht, wo ich meine Kanäle vergleiche, also Ramses der Dicke. Das NR Battle und MC Ramses Bloodsport, mein Musikkanal. Und ja, jetzt habe ich letztens, hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass bei den Leuten, die ich immer so aufzähle und erwähne in den Streams, wohl einiges äh, aus dem äh, Lot geraten ist. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Auf jeden Fall. Ich will euch jetzt mal was zeigen, was mir dann aufgefallen ist. Ich bin der Sache nämlich mal nachgegangen. Ihr habt ja hier immer euren Rang, was ihr da so habt. Den Social Blade Rang, Sub Subscriber Rang, Video Views Rang, Country Rang, Games Rang und alles dabei. Hier die, die Views Weekly, also die wöchentlichen Views. Hier ist immer so die einzelnen Tage und ihr seht immer hier, mal ist es mehr, mal ist es weniger, sodass gar nichts da ist, ist gar nicht da. Ich erkläre euch das jetzt hier an dem Beispiel eben von meiner Seite, Ramses der Dicke. Und ihr habt ja auch die. Abonnenten, die Abonnenten, die dazukommen. Hier seht ihr: In den letzten 30 Tagen habe ich 110 Abonnenten dazu bekommen. Ist nicht viel, sagen die Hater wieder. Ich sag richtig coole Sache, 110. Ihr wisst, das ist ein Codewort. Und wenn ihr mal hier drauf guckt, wie sich das so ergeben hat, hier sind mal so. 13 dazugekommen, mal 6, mal 14, mal 5, mal 7, mal 2, mal 17, mal mehr, mal weniger, hier 56, da ging es richtig ab. Dann hier wieder so 11, 14. Ihr seht das ist immer so: eine Berg- und Talfahrt. Auf jeden Fall schlägt das immer zu aus. Das sieht richtig gut aus. Für mein Auge sieht sowas richtig gut aus. Alles echt, alles top, alles dope. Es gibt aber auch andere Fälle, leider Gottes. Und da weiß ich nicht, liegt das daran, dass die Leute Abonnenten kaufen? Man kann ja sich auch Abonnenten erschummeln. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Irgendwann fällt es eh auf. Oder ob YouTube einfach nur komisch ist. Das überlasse ich euch. Ich will einfach nur mal kurz das zeigen. Die anderen YouTube-Kanäle, gerade die, die ich mir immer so ein bisschen angucke. Deswegen als erstes wollen wir uns mal den Natururin angucken. Also, wir gucken jetzt mal bei Natururin, Flatti, Melanie, Chaos Lady, BisaFanTV, Sabrina, Hong und Spiele -Train. Und wir gucken einfach nur mal kurz, wie es bei denen aussieht. Denn dieser Bereich, wie sich die Abonnenten in einer Woche verändert haben, also nicht in einer Woche, wie die Abonnenten sich in den letzten 30 Tagen verändert haben, finde ich, ist schon sehr interessant. Wir gucken mal beim Natururin hier vorbei. Der hat. Ich habe 110 gemacht, er hat in den letzten 30 Tagen 31 Abonnenten gemacht. Finde ich sehr gut. Ich äh, gucke ja in meinem Livestream auch seine Sachen. Jetzt seht ihr hier, da hat er mal nichts gemacht, da kam mal einer dazu, da kam mal 5, mal 6, mal 2, mal 14, mal 6, mal 4, dann hier wieder nichts, da wieder 12. Ist auf jeden Fall top, kann man nichts sagen. Scheißegal, dass das keine hohen Ausschläge sind, dass das keine hohen Zahlen sind, aber. Das sieht auf jeden Fall auch sauber aus, edel. Das auch Ehrenmann auf jeden Fall. Ihr seht, das geht ganz fix, denn wir gehen jetzt weiter zu Flatty. Wie sieht's denn beim Flatty aus? Ihr wisst, Flatty, der Mann mit dem Dosenöffner. <laughs> jetzt sagt ihr, Hör, bei'm sieht sieht's aber. Ich glaube, es ist nicht der, oder? Nee, das ist doch nicht Flatty, oder? Was ist denn das? 49 Subscribers. Das sieht aber auf jeden Fall lustig aus hier. 0, 0, 0. Minus 1. Hier wieder plus 1. Dann wieder Minus. Ne, wieder plus 1, plus 1, Minus 1. Wie finde ich denn Flutti jetzt? Ich glaube, ich darf das nicht da eingeben. Ich muss es mal. Ach, Ramses, deine Vorbereitung ist wieder mal Gold wert. Wir gehen mal hier und geben mal Flutti ein, da zeigt es mehrere Sachen. Beim Naturrin hat es ja gut geklappt, da leider nicht. Wieso gibt's es keinen Flutty? Schreibe ich den falsch oder was? Ne, mit F. Du V, du. Ich gebe mal einen Flutty Burps. Da findet's gar nichts. Jetzt gebe ich es nochmal doch mit 2L ein. Flutty Burps. Gibt's nicht. Kann man da auch eine URL eingeben? Username. Enter Username. Versteh ich, Nicke. Flutty. Burbs und Zeug. In einem neuen Tab öffnen. Nehmen es mal genauso, wie es hier steht. Und probieren es dann mal mit der... Ach so, da ist er ja. Hey, der hat sogar zwei Kanäle. Flooddy Waste and More und Flooddy Burbs and More. Wir gucken auf den flooddy kanal So, beim Fladdy seht ihr, der hat in den letzten 30 Tagen 9 Abonnenten gemacht. Ihr seht hier, zack, 4 dazu, 0, dann mal 1, dann mal minus 2, dann mal 0, dann mal 1, dann mal 2, minus 1, 4. Das sieht alles nicht so spektakulär aus, aber es sieht auf jeden Fall echt aus und clean und dope. Da kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Ich mache es jetzt immer so. Ich komm, ich nehme einfach direkt den Namen, der hier oben drin steht, und dann passt das. Also fladdy ist auch clean. Also die meisten bezweifeln das zwar, so wie sie in den Videos dann immer, wie er in den Videos acted, denkt keiner, dass der clean ist. Aber auf jeden Fall sehr feierbar. Jetzt haben wir hier die Melanie Chaos Lady 160 in den letzten 30 Tagen. Ihr seht immer hier mal verschiedene Sachen. Okay. Da hat sie auch mal ein bisschen Minus gemacht, Zehn Stück. Da ist wieder was dazu, da ist wieder was weg. Da immer gleichbleibend ein paar. Okay. Das sieht. Also ab hier, das ist komisch. Meiner Meinung nach, weiß ich nicht. Dann immer in regelmäßigen Abständen einfach nur noch 10 dazu, 10 dazu, 10 dazu, 10 dazu, 10 dazu, 10 dazu, dazu. Dann ist mal nichts passiert, dann aber wieder 10 dazu, 10 dazu, 0. Dann wieder 20 dazu. 0. Dann wieder 20, dann 20, dann 20, dann 10. Dann 40, dann mal 30. Es kann Zufall sein. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Aber diese ganzen Unregelmäßigkeiten sind auf einmal weg und plötzlich hast du nur noch genau abgestimmte Päckchen, die dazukommen. Könnte schlimmer aussehen, könnte besser aussehen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Oder ob YouTube einfach so gut drauf ist und sagt, wir runden jetzt einfach nur noch. Aber bei den anderen ist es ja auch. Ja gut, wenn es 1 und 4 sind, da kann man ja nicht runden auf 0. <laughs> Der hat 4 dazu bekommen, wir runden einfach ab auf 0. Also weiß ich nicht. Aber sonst stand ja auch immer da 17 oder 14 oder irgendwas. Entweder hat YouTube was umgestellt, dass es nur noch ganze Zahlen mitpackt. Oder... Weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass sie da was gekauft hat. Ne? Also, gehen wir weiter zu BisaFanTV oder Danny Glaubt. Jetzt haltet euch fest. Danny Glaubt. Wir gehen mal drauf. Wir gucken mal, was bei ihm passiert ist. In den letzten 30 Tagen nichts. Ihr seht hier 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0, -0, -0, -0, -0. und dann Boom! Minus 2.700. Was ist da los? Wie kann man auf einen Schlag... ...3.000 Abonnenten, fast 3.000 Abonnenten verlieren? Und vor allem, wie kann man, wenn man... ...8.000 Abonnenten hatte... ...immer nur so 100 Aufrufe haben... ...und vielleicht so drei Kommentare unter einem Video? Das ist schon komisch. Da gibt es viele, die jetzt sagen, ja, das ist eindeutig... ...der hat nur so viele Abonnenten gehabt, weil er welche gekauft hatte... Und jetzt, ich weiß nicht, ob das über einen bestimmten Zeitraum ist, sind die halt wieder weg und sind abgesprungen. Deswegen sind fast 3000 wieder weg. Er müsste ja momentan immer noch bei 6000 stehen. Da wissen wir, er war also über den 8000. Jetzt sind über 2000 weg. Er ist also auf die 6000 gerutscht. Das sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Ihr könnt wieder davon halten, was ihr wollt, was hinein interpretieren oder auch nicht, aber keine Ahnung. Ist für mich unerklärlich. Jetzt kommen wir zu Sabrina spielt. Sabrina spielt. Ditschen seine Traumfrau. Gucken wir drauf hier. Zack. Oh. Das sieht ja wieder chillig aus. Das sieht ähnlich aus wie bei mir. Sie hat hier 140 gemacht in den letzten 30 Tagen. Ist also auch sehr gut. Sie hat hier immer viele Ausschläge. Da ist, glaube ich, nichts dabei, wo mal eine 0 steht. Aber ihr seht, so viele unregelmäßige Zahlen. 43, 130, 122. Dann mal bla. Hier ist es jetzt wieder auf genaue Sachen abgerundet. Okay. Da haben wir mal 130, 180, 20, 30, 20, 30, 40, 40, 70, 40. 80, 50, 30 und so weiter. Also es sieht doch so aus, als würde YouTube vielleicht etwas aufrunden oder abrunden oder wie auch immer. Aber es sind auf jeden Fall trotzdem, ist noch deutlich ein Ausschlag zu erkennen, dass es mal mehr Ausschlag hat, mal weniger, mal mehr, mal weniger, wieder ein Stück hoch, wieder ein Stück runter. Es ist also eine richtig schöne Berg- und Talfahrt. Sieht also trotzdem sauber aus. Denn ich glaube nicht, dass man sich alle zwei Tage verschiedene Abonnentenzahlen kauft. Denn da gibt es noch welche, die machen das im... Die könnten das im, äh, im, im Abo machen, im Doppelt so. Also kommen wir mal zu... Super saftig. Guck mal, mal wie das aussieht. Denn das sieht auf jeden Fall... Ja, keine Ahnung. Komisch aus. So leid es mir tut. Aber in den letzten 30 Tagen... Keine Abonnenten? Was haben wir denn hier? Hier sieht alles noch richtig chillig aus. Ne? Da ging es immer mal hoch, mal noch höher, mal richtig Bam, Berg und Talfahrt. Hier habt ihr dann plötzlich 363 sieht gut aus. Ab wann haben die das denn gemacht? Weil hier steht auf einmal nur noch 300 September. Dann habt ihr 100. Dann habt ihr 100. Dann habt ihr 200. Dann habt ihr 100. Dann habt ihr 200. Dann habt ihr 100. Dann habt ihr 100. Dann habt ihr nichts, aber dann wieder 100. Nichts, 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 aber dann wieder 100. Nichts, nichts, aber dann wieder 100. Nichts, 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 nichts. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig komisch aus. Ich will's nicht sagen. Hä? Kann man sich etwa so 100er Päckchen immer holen in regelmäßigen Abständen, wo man sich sagt, heute kaufe ich mir 100 Abos, kostet ja nur 5 Euro, zack, weil es passiert momentan nicht so viel bei mir. Da gönne ich mir wieder mal ein Päckchen, da gönne ich mir wieder mal ein Päckchen so. Dass das ist immer irgendwie so 13. Januar, hier so 10. Februar, immer so Anfang des Monats, was passiert. Und Ende des Monats passiert aber nichts. Wieso ist am Anfang des Monats nehmen die Abonnenten zu, aber den restlichen Monat passiert gar nichts? Das sieht komisch aus. Genauso wie hier halt immer Null steht. So. Es, es ist doch bei jedem bisher von vorne bis hinten immer irgendwas gewesen. Aber hier gar nichts. Also das verstehe ich nicht. Jetzt guck mal das, was alle sehen wollen. Bei Spiele drin vorbei. Guck mal, was da los ist. Oh mein Gott. Was ist das? spiele Spieletrend. Du, du, du Halunke-Du. Hier, guckt doch mal, das sieht alles richtig gut aus. 928, 1090, 807, 1020, 1537, alles super. Dann kommen wir zum... Hier auch noch 604 passt. Aber dann plötzlich... 1000. 1000. Tausend. Nichts. Tausend. Nichts. Tausend. Nichts. Tausend. Nichts. Tausend. Nichts. Die ganze Zeit nichts, 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 nichts tut sich. Und wenn sich was tut: Tausend. Dann wieder nichts. Dann wieder tausend. Und dann wieder nichts. Aktuell. Da tut sich gar nichts. Und so lange tut sich nichts. Und dann kommen aber direkt einfach mal 1000 dazu. Hier 17. Februar und dann hier 16. März so immer irgendwie so Anfang des Monats oder so halt im ersten Drittel des Monats, sagt man es mal so. Ich weiß nicht, ob sich jemand mit YouTube auskennt oder mit dem Algorithmus, mit dem ganzen Scheiß, mit den ganzen zusammendings hat YouTube irgendwas verändert. Oder Machen die YouTuber irgendwo äh, treiben Schindluder oder wie man das nennt. Ich weiß es nicht. Ihr seht auch hier in den letzten 30 Tagen 1000 Abonnenten. <laughs> also in einem Monat 1000 Abonnenten. Und ja, beim Hong war ja hier hinten nichts, deswegen in den letzten 30 Tagen hat er keine Abonnenten gemacht. Kann sich YouTube so extrem verzählen? Ich weiß es nicht. Oder rechnen die das nur noch einmal im Monat an und durch Zufall sind halt immer direkt 100 bei Hong dazugekommen und bei Spiele drin durch Zufall immer genau 1000? Oder woran liegt das? Ich weiß es nicht. Bei den einen steht 10, 10, 10, 10, bei den anderen steht 100, 100, 100, 100 und bei den größeren steht 1000, 1000, 1000. Können sich die Kleinen nur 10er Päckchen leisten? Die Mittleren sagen, ich gebe mal hier für 100 aus und der, der große Allmächtige sagt, 1000er geht schon. Komm her, du. Weiß es nicht. Das kann auch alles nur. Das ist der Ramses Gerüchteburger mal wieder. Ich sag nicht, das ist so. Ich hinterfrage das, wie das kommt. Wir spekulieren, weil wir haben ja keinen Spekulatius. Und deswegen sagen wir, das ist der Gerüchteburger. Und deswegen auch die Überschrift: kauft, Spiele, trend Abonnenten. Das ist die wichtige Frage. Vielleicht gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür, eine ganz einfache Lösung, aber. Das Vögelchen hat mir gezwitschert, das Vögelchen hat Angst um seine Flügelchen, kann ich verstehen. Im hatten Pokémon Go YouTube Business wird man schnell mal äh landet man mit Pokebällen an den Füßen tief im Wasser. Also es sieht auf jeden Fall komisch aus. Aber dann ist es auch komisch, dass alle im September Oktober angefangen hätten Abonnenten zu kaufen. Kann doch eigentlich auch nicht sein. Außer die kennen sich untereinander und haben alle gleichzeitig was entdeckt, was cool ist und nutzen das seitdem. Der Dunstkreis. Oder seit September ist YouTube komisch und rechne das anders an. Aber wir können am Ende noch einmal kurz bei mir gucken. Weil ich den September jetzt nicht im Kopf habe. Na, Ramses. Muss ich auch selber mal richtig schreiben. Ramses der Dichte. So. Wie sah es da aus im September? September 11 Warum steht da nicht 10, wenn sie nur so runden. Und obwohl hier elf sind, kommen danach trotzdem im Oktober wieder 13. Wieso steht bei anderen immer nur 10? Ich weiß es nicht. Hier auch, 14, immer noch im Oktober. Hier auch, 14. Hier sind mal 10, da sind wieder 4, da sind 9. Also die, die Ausschläge sind trotzdem unterschiedlich, aber ich weiß es nicht. Und es ist auch nie, dass gar nichts da ist. Ich finde alles sehr seltsam, sehr rätselhaft. Lasst mal eure Meinung dazu da. Habe ich Hirngespinste, sehe ich was, was nicht da ist? Oder sind wir da was ganz Großen auf der Spur? Rams ist die Spürnase. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hassen mich bestimmt alle. Ramses, was machst du da? Aber egal, ich fand das ganze Thema einfach interessant. Ich wollte das halt mal zeigen, weil mir das aufgefallen ist und ist mal ein bisschen was anderes. Mal ein bisschen so ein Blick in den Backstage-Bereich der WWE, so hinter die Kulissen. Das war es aber von meiner Seite aus. Wie gesagt, schreibt mal drunter, was ihr denkt, woran das liegt, was das sein kann. Ist das was Schlimmes, ist das was Gutes, hat das gar nichts zu sagen, hat das ganz viel zu sagen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.